Was sollen wir jetzt großspurig hier auftreten? Wir müssen uns ja nicht hier großspurig sagen. Das ist ja das, was ich meine mit der gesunden Wahrnehmung. Wir wollen das, was möglich ist, wollen wir möglich machen, auf der einen Seite. Wir wollen aber auch nicht zu großspurig dorthin fahren, weil wir wissen, welche Herausforderungen. Und deswegen würde man den Jungs, und ich will ihnen kein Alibi verschaffen, auf der einen Seite, aber ich will ihnen auch nicht den Druck noch dazu geben, dort diese Situation ungesund anzunehmen. Dass das Spiel noch eine größere Herausforderung darstellt, das denke ich, brauchen wir nicht zu erwähnen. Jeder weiß, wo wir hinfahren, dass wir zum letztjährigen Champions League Finalisten, zum wahrscheinlich kommenden deutschen Meister fahren werden. Das soll jedem bekannt sein. Und deswegen ist unsere Wahrnehmung sehr gesund. Das heißt, dass wir versuchen werden, uns dort bestmöglich zu verkaufen. Ich glaube, dass die Dortmunder einfach wieder das sehr gut aufgefangen haben, die Spieler, die gegangen sind. Und der Ehrgeiz, und da glaube ich, spreche ich nicht nur Kloppo an mit seinem Ehrgeiz, sondern auch die Mannschaft, die werden da alles dafür tun. Und deswegen ist das vielleicht einer der beiden neuen deutschen Meister. Das ist so freundschaftlich, kollegial, dass man sich, wie gesagt, dann mal SMS schreibt oder dann auch mal anruft. Aber jeder hat natürlich sehr viel zu tun und deswegen ist er übersichtlich, aber er besteht.